wusstet ja eigentlich, dass Amazons Cloud Gaming Dienst Luna im September ganze 17 neue Spiele ins Portfolio aufgenommen hat? Wenn nicht, heute im Schnelldurchlauf gibt es diese nochmal, aber ausführlich gebe ich euch einen Überblick in diesem Video über die 10 neuen Spiele im Oktober 2024, die Amazon Luna neu in den Prime-Kanal einbringen wird. Und ja, das heißt, falls ihr Amazon Prime abonniert habt, dann könnt ihr diese ohne weitere Zusatzkosten spielen. Ganze 10 Spiele. Das ist doch richtig, richtig gut. Schauen wir mal, was für euch dabei ist. Mein Name ist Selmut und ihr seid hier auf Beautiful People, eurem Cloud Gaming Kanal. Los geht's! Wie versprochen, starten wir mit den 17 September Neuzugängen für Amazon Luna im Schnelldurchlauf. Star Wars Outlaws wurde genauso released wie auch Monopoly, ganz neu übrigens erst am 25. September. The Expanse, a Telltale Series, ist ebenfalls neu hinzugekommen, genauso wie Saints Row the Third Remastered. Zusätzlich noch Super Meat Boy, das Spiel Split Second, Disney und Pixars Cars Mater National Championship, das tolle Spiel Endling, Extinction is Forever. Außerdem ein echter Klassiker, Gianna Sisters, Twisted Dreams. Das schöne Abenteuerspiel El Hero, Pile Up. Noch ein Disney- und Pixar-Spiel, und zwar Wall-E. Aktuell auch Greedfall. Sowie das Spiel Moonlighter, Children of Mortar und Turok. Sowie Turok 2 Seeds of Evil. Erlebt die wahre Bedeutung von Furcht in Alien Isolation, einem Survival-Horror-Spiel, in dem eine Atmosphäre von andauernder Angst und tödlicher Gefahr herrscht. 15 Jahre nach den Ereignissen in Alien begibt sich Amanda, die Tochter von Alan Ripley, auf eine Mission, um die Wahrheit über das Verschwinden ihrer Mutter aufzudecken. Doch diese Mission wird bald zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben. Schlüpft in die Rolle von Amanda und kämpft euch durch eine zunehmend instabile Welt, in der ihr von allen Seiten bedroht werdet. Sowohl von einer panischen, verzweifelten Bevölkerung, als auch von einem unberechenbaren, gnadenlosen Alien. Das Spiel ist vor ziemlich genau 10 Jahren erschienen und hat einen starken 81er Metascore. Jetzt im Prime-Abo bei Amazon Luna ohne weitere Kosten spielbar. Mortal Shell ist ein gnadenloses und forderndes Action-Rollenspiel, das euch an den Rand des Wahnsinns treiben wird und die Zähigkeit in dieser zersplitterten Welt auf die Probe stellen wird. Während die letzten Überbleibsel der Menschheit dahinsiechen und verderben, machen sich eifrige Widersacher in den Ruinen breit. Sie werden euch keine Gnade zeigen, euer Überleben hängt also von ständiger Aufmerksamkeit, Präzision und auch euren Instinkten ab. Sucht nach verborgenen Heiligtümern der devoten Jünger und entdeckt euer wahres Schicksal. Mortal Shell ist mittlerweile 4 Jahre alt und hat einen 76er Metascore. Noch während des gesamten Oktobers bei Amazon Luna mit Prime-Abo spielbar. Das Spiel des Publishers New Blood Interactive namens Dusk ist ebenfalls während des Oktobers mit einem Amazon Prime-Abo ohne weitere Kosten bei Luna spielbar und es scheint sich zu lohnen, denn das 6 Jahre alte Spiel hat einen starken 88er Metascore. Kämpft euch in diesem von den Legenden der 90er Jahre inspirierten Ego-Shooter im Retro-Stil durch einen Ansturm mystischer Hinterwäldler, besessener Kämpfer und noch dunkleren Mächten, während ihr versucht herauszufinden, was eigentlich unter der Erde lauert. Wow, klingt richtig gut, soll richtig viele Schock- und Horrorelemente haben und ja, dafür ist der Publisher bekannt, drastische Gewaltelemente. Parish ist ein stilvoller Vierspieler-Ego-Shooter, der herausfordern wird. Tötet Horden von Kreaturen auf dem versenkten Sand des Fegefeuers und verkauft eure goldbefleckten Leichen an feige Priester. Tötet prächtige Bosse und verschafft euch durch die erlangten Erfolge dann Zutritt zum Elysium, einem Ort kosmischer Offenbarungen. Das Spiel ist seit knapp anderthalb Jahren von Handy Games draußen, hat einen eher schwachen Metascore von nur 62 Punkten und kann ebenfalls während des gesamten Oktobers mit eurer Prime-Mitgliedschaft gespielt werden. Der klassische Survival-Horror ist mit Tormented Souls im Oktober auch bei Amazon Luna spielbar.
löst Rätsel und stellt euch in diesem unerbittlichen Albtraum finsteren Gegnern in tödlichen Kämpfen. Ihr schlüpft in die Rolle von Caroline Walker, die in einem verlassenen Herrenhaus nach verschwundenen Zwillingsmädchen sucht. Könnt ihr euch euren Ängsten stellen und die Geheimnisse von Wintersee lüften? Oder wird euch der Versuch das Leben kosten? Und ja, es ist Oktober, also auch Schocktober. Und auch hier bekommt ihr wieder eine Menge an Schock- und Horrorelementen sowie Gewalt. Das Spiel hat übrigens einen 75er Metascore. Tormented Souls während des Oktobers im Prime-Abo inkludiert. Ein weiteres Spiel von New Blood Interactive ist Amid Evil, welches ebenfalls im Oktober bei Amazon Luna mit Prime-Abo kostenfrei gespielt werden kann. Und es ist ein Retro-First-Person-Shooter, und zwar für die Ewigkeit. Amid Evil erzählt eine Geschichte von einem Champion, der das Land von einem ominösen Bösen befreien soll. Die Website 4players.de beschreibt, dass es ein tolles Crossover aus Quake und Hexen bzw. Heretic sein soll. Und ja, ich muss schon sagen, also das Spiel hat eine richtig gute Bewertung von 85 Punkten bei Metacritic und natürlich drastische Gewalt. Valfaris spielt in einer weit entfernten Ecke des Weltraums und ist ein 2D-Action-Plattformer mit Heavy-Metal-Soundtrack. Es ist ein weiteres Spiel des Teams hinter Slain Back From Hell, dem Finalisten bei den Unity Awards im Jahr 2019, und bietet brutale Kämpfe und tödliche Feinde. Published wird das ganze Spiel von den Merge Games. Es bietet eine Menge Action, Horror, natürlich auch Shooter-Elemente und auch drastische Gewalt. Während des Oktobers für Prime-Kunden und Kundinnen ohne Aufpreis bei Amazon Luna spielbar. Tief unter der Erde findet das düstere Mädchen die Unheilsklinge, ein lebendiges Schwert, das nach Äonen der Gefangenschaft entkommen will. Gemeinsam begibt sich das düstere Duo in diesem 2D-Action-Metroidvania auf einen Rachefeldzug, um die Schreckensfürsten zu vernichten. Ich rede von Doomblade, einem weiteren Spiel, welches im Oktober via Amazon Luna zur Verfügung steht. Falls ihr das Prime-Abo habt, dann auch völlig kostenfrei. Das Spiel wurde im Jahr 2023 veröffentlicht, hat einen 83er Metascore und bietet eine Menge Fantasy-Gewalt, sexuelle Andeutungen und darf trotzdem bereits ab 12 Jahren gespielt werden. Viel Spaß! Monster Harvest von den Merge Games ist ein Farmabenteuer mit einem Twist. Baut eure eigene Farm aus, errichtet und gestaltet euer eigenes Haus, stellt eure eigenen Möbel her und kocht leckere Marmeladen und mutiert dann eure Pflanzen, um treue und wilde Gefährten zu erschaffen, die ihr in dem Kampf mitnehmen könnt. Das klingt ziemlich wirr, als ob man da alles in einem reingepackt hat. Ihr seht es, es gibt eine tolle Pixelgrafik, aber irgendwie nur 57 Punkte bei Metacritic.com. So richtig weiß ich nicht, was ich mit diesem Spiel anfangen soll. Außer, dass es während des Oktobers für alle Prime-Kunden und Kundinnen bei Amazon Luna ohne Aufpreis spielbar ist. Und das 10. Spiel, welches im Oktober im Prime-Abo für Amazon Luna kostenfrei gespielt werden kann, ist Dr. Fetus Mean Meat Machine mit einem 76er Metascore, und das Spiel stammt aus dem Jahre 2023. Dr. Fetus Mean Meat Machine bietet die perfekte Kombination aus klassischen Puzzles und Hardcore-Jump'n'Run-Elementen, für die Super Meat Boy bekannt ist, löst Rätsel in wunderschönen handgefertigten Welten und mehr als 100 mit kreativen Fallen und Hindernissen gespickten Puzzle-Levels. Am Ende jeder Welt erwartet euch dann die ultimative Herausforderung, ein grauenhafter Bosskampf. Wer Metroidvania liebt, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Da ist auch eine richtig große Menge an Spielbarem dabei. 10 Spiele, ich meine, da ist wirklich allein von der Anzahl her eine Menge dabei, aber Mortal Shell, wow, Amazon Luna, Respekt, also geht richtig los, finde ich, aber alles irgendwie so still und heimlich. Man kriegt es ja auch kaum mit, dass 17 neue Spiele auf der Plattform sind. Viele davon im Luna Plus Kanal, andere im GOG Kanal und natürlich auch andere nur bei Ubisoft Plus, oder aber, falls ihr es einfach gekauft habt, könnt ihr das natürlich dort auch spielen. Also ist schon nicht verkehrt, oder? Was sagt ihr? Was ist euer Highlight für Amazon Prime Luna im Oktober 2024? Nennt mir dieses doch gerne in den Kommentaren. Das war's von meiner Stelle hier und heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ahoi und ciao.
aber ausführlich bekommt ihr natürlich die 10 Spiele, die Luna im Prime-Kanal. Mann, wie ist denn denn dieses Video? Ist eine Produktion der Beautiful People Connect. Luna, Prime, Liebe Prime, und Leidenschaft, Luna. Eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.